Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Assalamu alaikum, liebe Freunde und liebe Geschwister. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Was passiert, wenn ich das Gebet vernachlässige, wenn ich das Gebet auf die leichte Schulter nehme? In einer Überlieferung von Sayyida Fatima al-Zahra, der geliebten Tochter unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, erläutert sie, was die Konsequenzen davon sind, das Gebet zu vernachlässigen, wenn man das Gebet nicht als wichtig ansieht. Es hat insgesamt laut dieser Überlieferung 15 Konsequenzen und auf diese Sachen sollten wir achten, damit wir das Gebet insha'Allah ernst nehmen. Davon betreffen 6 Konsequenzen das diesseitige Leben dieser Person, also die das Gebet vernachlässigt. 3 Konsequenzen betreffen den Moment des Todes. 3 Konsequenzen betreffen das Grab der Person und 3 Konsequenzen gibt es im Jenseits und bei der Auferstehung der Person, die das Gebet vernachlässigt. Aber die erste Konsequenz im Diesseits. يَرْفَعُ اللَّهُ الْبَرَكَةَ مِنْ عُمْرِهِ Allah subhanahu wa ta'ala nimmt den Segen von dem Leben dieser Person weg. Kennt ihr manchmal die Situation, wo ihr sagt, ich habe schon 20, 30, 40 Jahre lang gelebt, aber ich habe noch nichts Richtiges, noch nichts Gutes in diesem Leben erreicht. Das heißt, wenn die Zeit so schnell vorbeigeht, ohne dass man seine Ziele erreicht, das ist der Fall, wenn die Baraka, wenn der Segen vom Leben genommen wurde. Wenn man das Gebet nicht ernst nimmt und es vernachlässigt, dann gibt es diese Konsequenz unter anderem. Die zweite Konsequenz lautet يَرْفَعُ اللَّهُ الْبَرَكَةَ مِنْ رِزْقِهِ Allah wird den Segen von seinem Eigentum oder von ihrem Eigentum beziehungsweise von dem Einkommen wegnehmen, es davon entfernen. Es wird keinen Segen mehr haben, es wird keine Baraka mehr haben. Diese Person wird nicht wissen, wohin das ganze Geld geflossen ist innerhalb von kurzer Zeit. Die dritte Konsequenz, وَيَمْحُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ سِيْمَاءَ الصَّالِحِينَ مِنْ وَجِهِ Allah subhanahu wa ta'ala wird das Antlitz und das Aussehen der Salihin, der guten Menschen, von seinem Gesicht entfernen. وَكُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ لَا يُؤْجَرْ عَلَيْهِ Und egal welche Tat er oder sie macht, er bekommt dafür keinen Lohn. Denn ihr wisst, liebe Geschwister, das Gebet ist die Säule der Religion. Das heißt, das allererste, worüber wir zur Rechenschaft gezogen werden, ist unser Gebet. Wenn das angenommen wird, wenn wir das ernst genommen haben, dann gibt es auch Belohnungen für die anderen Taten. Die Überlieferung geht weiter. وَلَا يَرْتَفِعُ دُعَاؤُهُ إِلَى السَّمَاءِ Wenn er betet, wenn er Bittgebete ausspricht, dann erhöhen sich diese Bittgebete nicht in den Sama bzw. zu Allah subhanahu wa ta'ala und zu den Engeln. Sein Gebet wird also nicht erhört. Die nächste Konsequenz, also die letzte und sechste Konsequenz bezüglich des Diesseits lautet لَيْسَ لَهُ حَظٌ فِي دُعَاءِ الصَّالِحِينَ Und er hat keinen Anteil in dem Bittgebet der Guten. Wenn die guten Seelen, wenn die guten Menschen für ihn Dua machen, für die Gläubigen zum Beispiel Dua machen und dieses Bittgebet erreicht ja die Gläubigen, obwohl sie es gar nicht wissen, obwohl sie diese Person auch gar nicht hören, aber er oder sie ist davon ausgenommen. Warum? Weil er oder sie das Gebet nicht ernst nimmt oder auf die leichte Schulter nimmt und es vernachlässigt. 3 Konsequenzen betreffen, wie erwähnt, den Moment des Todes. يَمُوتُ ذَلِيلًا Er wird auf einer erniedrigten Art und Weise sterben. Er wird nicht so sterben, wie es einem Menschen würdig ist. Seine Würde wird darunter leiden beim Sterben. يَمُوتُ جَائِعًا Er wird hungrig sterben. Und drittens, يَمُوتُ عَطْشَانًا فَلَوْ سُقِيَ مِنْ أَنْهَارِ الدُّنْيَا Hier heißt es, er wird durstig sterben. Und egal, auch wenn man ihn von den ganzen Flüssen der Welt ihm Wasser geben würde, dann wird er trotzdem durstig sterben. Das sind die 3 Konsequenzen für den Moment des Todes. 3 Konsequenzen betreffen sein oder ihr Grab. Wie wird sein Grab oder ihr Grab sich verhalten? Wie wird es ihm im Grab gehen oder ihr? Erstens, يُوَكِّلُ اللَّهُ مَلَكًا يَزَعَجُهُ فِي قَبْرِهِ Allah subhanahu wa ta'ala
wird ein Engel bestimmen, der ihn im Grab kränkt bzw. ihn nicht in Ruhe lässt. Zweitens, يضيق عليه oder يضيق عليه قبره. Sein Grab wird für ihn eng sein, er wird sich nicht wohlfühlen. Und drittens, تكون الظلمة في قبره. Sein Grab wird nicht hell sein, sein Grab wird dunkel sein. Kommen wir zu den drei Konsequenzen bezüglich der Auferstehung und des Jenseits, liebe Geschwister. Erstens, أن يوكل الله به ملكا يسحبه على وجهه والخلائق ينظرون إليه. Allah subhanahu wa ta'ala wird einen Engel für ihn oder für sie bestimmen, der wird diese Person auf den Boden ziehen und die ganzen Menschen im Jenseits werden dies sehen. يحاسبه حسابا شديدا. Er wird eine sehr, sehr strenge und eine sehr schwierige Rechenschaft haben. Manchmal drückt Allah subhanahu wa ta'ala ein Auge zu. Nicht nur manchmal, sondern sehr oft drückt er bei uns, bei unseren Sünden, ein Auge zu. Wenn man aus Unwissenheit zum Beispiel bestimmte Sünden begangen hat, dann ist Allah subhanahu wa ta'ala so groß barmherzig, dass er diesen Sünden ein Auge zudrückt im Jenseits. Aber wenn er das Gebet vernachlässigt, dann wird Allah auch nicht mal ein Auge zudrücken, sondern er wird ganz genau zur Rechenschaft gezogen, welches für uns sehr, sehr schwierig sein würde. وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَا يُزَكِّيهِ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Und Gott wird ihn nicht beachten, er wird ihn nicht ansehen und ihn nicht reinigen und er wird eine sehr große Strafe haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen zählen, für die das Gebet ein essentieller Teil des Lebens ist und das Gebet für sie sehr, sehr wichtig ist. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.